Vier Jahre lang hat ein durchgeknallter Horrorclown ein ganzes Land ins Chaos gestürzt. Nein, Elon, du bist nicht gemeint, obwohl das auch gut passen würde. Jetzt ist das Grauen zurück. Nach Stephen Kings schockierendstem Meisterwerk S kommt nun die Geschichte von Air. Ich weiß, es müsste korrekterweise ihm heißen, aber das ist bei Trumps Grammatik ja nun wirklich egal. Sie tanzten auf den Straßen, dachten, sie hätten die Fratze des Grauens besiegt. Dabei hat er sich nur hinter US-Flaggen, auf Golfplätzen und im Untergrund versteckt. I will very, very, very probably do it again. Okay, aber wen wollen Sie mit Ihrem Hate Speech eigentlich noch überzeugen, Sie Clown? Wenn du wüsstest, Kleiner. Mit seinem hypnotischen Gezappel hämmert sich der Horrorclown in die Köpfe seiner Anhänger und vergiftet ihre Gedanken. They stole the votes. I believe he still is in office. Biden is just a puppet. He's being manipulated. Und wenn er jetzt wieder ins Rennen ums Weiße Haus einsteigt, solltet ihr auch rennen, und zwar möglichst weit weg. Nein, nicht nach Hawaii, ihr Trottel, das gehört doch zu den USA. Also, wird der fiese Horrorclown mal wieder auf die Wahlergebnisse pfeifen und mit seinen Anhängern auch noch den Rest der US-Demokratie zerstören? It can get ugly. Oder wird die Demokratie zurückschlagen? Das sehen Sie in Air. Nein, doch nicht Herr, sondern Air. Der Horror ist zurück.